Marana, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video über die Zeitlinien oder den Fluss der Zeit, der Zeitfluss. Ein ganz wichtiges Thema, denn die Zeitlinien beeinflussen unser Leben und wer nichts davon weiß, ist davon auch betroffen, denn es geschieht unbewusst. Und je nachdem, in welcher Zeitlinie du dich befindest, bist du da voll eingenommen und kannst, wenn du es dir bewusst bist, das Leben steuern. Zeitlinien existieren alle gleichzeitig. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, es gibt nur eine einzige Zeitlinie, sondern es gibt tatsächlich viele Zeitlinien auf einmal. Sie sind, man kann sich vorstellen, die sind so übereinander verschoben und existieren alle zum gleichen Zeitpunkt. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Neriana Kardinal. Ich bin Hauptmedium der Smarana-Gruppe, welche durch ihre Partner in Europa und der Schweiz vertreten ist. Und wir sind eines der größten Portale für Online-Webinare und Weiterbildung im spirituellen Bereich. Ja, und heute haben wir dieses besondere Thema über den Zeitfluss und das wird doch einige zum Denken anregen, denn du wirst auch von mir erfahren, wie du verschiedene Zeitflüsse, also wie du von einem Zeitfluss in den anderen Zeitfluss hinein wechseln kannst und dadurch dann wieder etwas verstärken kannst. Du kannst dir diese Zeitlinie wie einen Fluss vorstellen, also wie Wasser, was fließt. Und dann stell dir vor, es gibt auch mal einen großen Stein im Wasser, einen riesengroßen Felsen, wo das Wasser dann außen herum fließt und sich vielleicht einen anderen Weg sucht. Das gibt es auch bei den Zeitlinien, wenn plötzlich aus dem Kollektiv ein neuer Gedanke kommt und sich dadurch eine neue Zeitlinie bildet. Ich werde das heute euch erklären anhand von 5 verschiedenen Zeitlinien, die ich einfach mal ausgesucht habe. Das sind verschiedene Theorien, wo wir doch ganz viel draus lernen können. Und Zeitlinien sind getragen von dem kollektiven Bewusstsein einer Menschengruppe. Und jetzt kommen wir auch schon mal gleich zu der ersten Zeitlinie, zu dem Zeitfluss, den ich euch jetzt gerne erklären möchte. Da geht es um den ersten Zeitfluss und zwar um die 5. Dimension. Das bedeutet für uns, in dieser Zeitlinie sind alles Menschen, die dabei sind, die 5. Dimension auf die Erde zu manifestieren, die also mit Lichtarbeit ganz viel machen, damit die Energie der 5. Dimension kommen kann, sodass wir aufsteigen können. Das ist also dieser Zeitfluss und das sind natürlich in erster Linie spirituell erwachte Menschen. Das ist also dieser erste Zeitfluss, den ich ausgesucht habe. Und jetzt kommen wir gleich zu dem zweiten Zeitfluss. Der zweite Zeitfluss ist ein Zeitfluss, der den ersten Zeitfluss behindert, weil dieser Zeitfluss trägt sehr viel Angst. In diesem Zeitfluss sind alles nur Menschen, die jetzt gerade von der aktuellen Situation gefangen sind und da über die Angst praktisch in diesen Zeitfluss hineingekommen sind. Wer noch genaueres über diesen Zeitfluss von mir erfahren möchte, der darf auf Smarana TV das unzensierte Video anschauen. Hier auf YouTube kann man nicht so frei sprechen, deswegen lasst euch einfach nur mal jetzt das so, lasse ich das so stehen sozusagen. Also dieser zweite Zeitfluss ist praktisch, steht in Konkurrenz zu dem ersten Zeitfluss und je nachdem, welcher stärker ist, der wird dann die ganze Menschheit beeinflussen. Und jetzt kommen wir in den dritten Zeitfluss hinein. Der dritte Zeitfluss hat mit Spezialisierung und diese Spezialisierung hat mit der Trennung zu tun. Also Spezialisierung durch Spaltung wird hier hervorgerufen. Da kommen wir auch jetzt zum Nachdenken vielleicht. Also diese Trennung, die Aufteilung in verschiedene Gruppen, in die Geimpften, in die Ungeimpften zum Beispiel. Das ist also alles, was in diesem Zeitfluss fließt. Und das ist auch alles kollektives Gedankengut. Dieser Zeitfluss, der
steht dafür, dass er praktisch Situationen hervorrufen wird, dass es also in einzelne Städte geben wird, die vielleicht nur spirituell sind, ja, und andere Städte geben wird, wo überhaupt niemand, wo also die Gegner der Spirituellen sind. Es wird verschiedene Städte geben. Es wird Städte geben, wo vielleicht man nur das Big Tech macht. Es wird andere Lebensformen geben, wo man vielleicht nur in Anführungsstrichen immer natürlich auf dem Land lebt, also ganz autark lebt, sich selbst versorgt. Und da sind also bestimmte Menschengruppen, die sich in diesem Zeitfluss alle manifestieren. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also, und es kommt auch immer wieder tatsächlich darauf an, wie viel Energie in diese verschiedenen Zeitflüsse hineinfließt, wie viel da hinein manifestiert wird. Und die Menschen an sich sind sich dessen ja gar nicht bewusst. Und das ist nämlich das, was eigentlich schade ist. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mache, damit ihr versteht, dass wir alle in verschiedenen Zeitflüssen leben. Aber auch ganz wichtig ist es zu wissen, dass wir die Zeitflüsse verlassen können, um zum Beispiel einen anderen Zeitfluss zu stärken, der uns viel besser gefällt. Und das können wir aber erst tun, wenn wir praktisch uns dessen gewahr sind. Sonst geht es nicht, wenn man was nicht weiß, kann man eigentlich gar nichts machen. Und auch dieser dritte Zeitfluss lässt es zu, dass Gruppen sich bilden, die erkennen, dass die spirituelle Kraft ganz enorm sich entwickeln kann. Also da ist alles drin in diesem Zeitfluss. Ja, und jetzt gehen wir mal weiter in den nächsten, in den vierten. In dem vierten haben wir den Zeitfluss der Sternenkinder. Und das ist ja was wundervoll ist. Also das bedeutet, dass wir in diesem Zeitfluss oder alle Menschen, die in diesem Zeitfluss sich befinden, eine intensive Verbindung zur geistigen Welt haben. Dass wir sehr eng und sehr weit entwickelt schon sind und dass wir auch mit den Außerirdischen eine intensive Beziehung eingegangen sind, dass sie auf der Erde sind, dass wir sie sehen und mit ihnen zusammenarbeiten, wirken, Neues erschaffen. Da ist diese Qualität in diesem Zeitfluss und das bringt auch ganz viel Hoffnung, wie es weitergehen könnte. Und vergesst nicht, alle Zeitflüsse, die ich euch vorstelle, existieren gleichzeitig. Und natürlich existieren noch viel mehr Zeitflüsse, als wie ich heute euch erzähle. Einfach nur, um euch zu helfen, wie vielfältig oder großartig diese ganze Geschichte ist, in der wir uns befinden hier auf der Erde. Also der vierte Zeitfluss ist der Sternenkinder. Wir finden unsere Verbindung zu den Sternenkindern. Wir entdecken, dass wir selbst Sternenkinder sind und gehen damit eine intensive, wundervolle Verbindung auch ein, um die neue Welt zu manifestieren. Es entsteht also in diesem vierten Zeitfluss eine ganz tolle neue Welt, die neuesten Technologien tragen und die in einer engen Verbindung zu den Sternenwesen darstellt. Und ihr dürft euch ja am Schluss nachher aussuchen, in welcher Zeitlinie ihr gerne sein möchtet, welche ihr unterstützen möchtet. Ich lerne euch aus der aktuellen, wo ihr vielleicht drin gefangen seid, hinauszugehen und in eine andere hineinzugehen. Und das ist nämlich das Wichtige. Das heißt, wir können durch unsere Gedanken, durch unsere Gedankenkraft einfach Zeitlinien wechseln. Wir können dies tun, wenn wir in unserem höchsten Potenzial der Leistungsfähigkeit sind. Also je mehr wir spirituell entwickelt sind, umso intensiver können wir da wirken. Und das ist einfach eine andere Denkungsweise, die wir da einfließen lassen. Und schon entsteht eine ganz kräftige Energie. Ich sage euch am Schluss auch noch was, wie sich die Zeitlinien oder der Zeitfluss ändern kann. Jetzt kommen wir zum fünften. Das zeige ich euch auch gleich. Und zwar ist die fünfte Zeitlinie
habe ich mal Nostradamus genannt. Das ist eine Zeitlinie, in der du alle Vorhersagen findest. Ja, es gibt ja so viele Medien, welche channeln, welche Vorhersagen machen, und es trifft nicht jede Vorhersage ein. Selbst auch bei Nostradamus ist nicht alles, was er vorhergesagt hatte, wahr geworden. Und das ist einfach der Punkt. Die Zeiten ändern sich, die Zeitflüsse ändern sich, und dann kann es sein, dass plötzlich etwas, was in dem Moment, wo es vorhergesagt wurde, ganz real war, sich dann nicht ereignen kann. Also sobald sich ein Zeitfluss ändert, und er ändert sich, wenn wir zum Beispiel mit unserer Wahrnehmung in einen Zeitfluss hineingehen, wenn also aus dem kollektiven Gedankenfeld ein neues Gedankengut entsteht und dieses dann in einen vorhandenen Zeitfluss hineinfließt, dann in dem Moment entsteht eine Barriere, wo dieser Fluss erstmal vorbeikommen muss. Das wird also angestaut und dann teilt sich der Zeitfluss in zwei verschiedene Arme und es entsteht ein neuer. Und der andere, es könnte sein, dass er dann vielleicht sogar kleiner wird und vergeht. Und jetzt bei Nostradamus, der hat also für 2020 eine ganz große Seuche prophezeit, die es geben wird, was die ganze Erde betreffen würde. Und in dem Moment könnte man sagen, ja, das stimmt, er hat tatsächlich eine wichtige Prophezeiung gegeben. Und er hat auch von Naturkatastrophen gesprochen, die ja auch eingetroffen sind. Und was jetzt auch noch er vorhersagte, das war der Dritte Weltkrieg, den haben wir noch nicht. Und also der hat sich nicht bewahrheitet, aber die anderen Dinge schon. Was auch total interessant ist, Nostradamus hat sogar bis ins dritte Jahrtausend hinein und darüber hinweg Voraussagungen gemacht. Und jetzt wissen wir aber, dass über diese Zeitlinien die Beeinflussung der kollektiven Denkweise, der kollektiven Wahrnehmung, sich die Zeitlinien verschieben können und dass dann dadurch tatsächlich gewisse Vorhersagen sich verändern können. Und das ist wirklich interessant zu wissen, denn, jetzt mache ich mich mal wieder rein ins Bild, denn wenn wir das wissen, dann verstehen wir auch ganz anders, warum manche Vorhersagen einfach nicht stimmen. Obwohl sie in dem Moment, wo sie ausgesprochen wurden, eben dann doch stimmen. Und vielleicht verstehst du jetzt auch, wie sich diese fünf Zeitlinien ja jetzt, die ich nur euch mal vorgestellt habe, also diese Theorien der Zeitlinien, wie sich die gegeneinander beeinflussen. Und das ist halt der Hauptpunkt, zum Beispiel die zweite Zeitlinie, die ich euch gezeigt habe, wo plötzlich diese Angst entstand, das ist eine neuere Zeitlinie, die sich total stark herausgebildet hat und im Moment ja viele, viele, viele Menschen beeinflusst. Und diese Zeitlinie können wir natürlich mit unserer höheren Wahrnehmung beeinflussen, indem wir einfach die erste Zeitlinie oder die vierte Zeitlinie mit den Sternenkindern so extrem ausdehnen, dass die andere immer kleiner wird. Also das ist möglich. Und natürlich auch ist das Wechseln der Zeitlinien möglich. Wer dies tun möchte, der wird es gleich von mir jetzt in der Meditation lernen, wie das geht. Und es ist eine ganz tolle Erfahrung, das kennenzulernen und auch überhaupt kennenzulernen und zu wissen, welche Kraft ein jeder von uns hat und was wir alles tatsächlich bewirken können. Und wie gesagt, wer zu der zweiten Zeitlinie, zu der zweiten und dritten Zeitlinie mehr noch wissen will, unzensiert wissen will, der geht auf Smarana TV. Der Link ist hier unter dem Video. Da könnt ihr das nochmal anhören, was ich dazu zu sagen habe. Jetzt werde ich mit euch sehr gerne eine Meditation machen, wo wir uns darin üben, von einer Zeitlinie in die andere zu wechseln. Und ich hoffe doch und ich denke doch, ihr habt euch eine ausgesucht, in der ihr unbedingt gerne sein möchtet, denn es sind ja jetzt nur fünf, die ich gezeigt habe. Es gibt aber auch noch viel mehr,
deren wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Deswegen solltest du jetzt einfach mal dir überlegen, wo du gerne sein möchtest, und dann werden wir das innerhalb der Meditation enorm vertiefen können und du wirst lernen, wie du einfach wechselst. Ja, dann werde ich mich erstmal reinigen mit der violetten Flamme und dann mit meinem Ursprungslicht einsprühen und mit der plejadischen Energie. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Freude jetzt mit der hochenergetischen Meditation, die euch lehrt, wie man Zeitlinien, den Fluss der Zeit wechselt, um auf einen Fluss der Zeit zu kommen, der unheimlich wichtig und schön für uns ist. Geliebter Mensch, ich begrüße dich mit der Liebe, welche bedingungslos aus der geistigen Welt zu dir fließt. Und ich lade dich aus ganzem Herzen ein zu dieser geführten Meditation, welche dir eine Anleitung geben wird, für dich deine passende Zeitlinie zu finden und in diese hineinzuwechseln. Alles geschieht in einem Raum, wo du geschützt bist und die geistige Welt dir zur Seite steht. Und so beginne nun, das Licht der Liebe einzuatmen. Dehne dich mit dem Licht der Liebe so weit aus, wie du kannst, und spüre dabei, wie du dich vollkommen entspannst und wie dein Herz zu einer goldenen Sonne erstrahlt. Und so versuche nun, diese goldene Sonne noch etwas weiter auszudehnen. Am besten so, dass sie genauso groß ist, wie du es bist. Und dann versuche, diese Energie zu halten. Werde dir nun gewahr, in welche Zeitlinie du hineingehen möchtest. Sobald du daran denkst und deinen Fokus darauf legst, nimmst du diese Zeitlinie wahr. Und auch in dem gleichen Moment spürst du die Schwingung dieser Zeitlinie. Und nun bitte deine inneren Helfer und deine Seele, dass sie dein Schwingungsfeld dem Schwingungsfeld der Zeitlinie anpasst. Es geschieht in dem gleichen Moment, wo du es denkst, und es geschieht in tiefer Liebe. Vertraue, denn deine Seele führt dich und deine inneren Helfer sind an deiner Seite. Und nun bitte deine inneren Helfer, deinen neuen Schwingungszustand zu stabilisieren. Vielleicht spürst du jetzt in diesem Moment,
wie die Energie sich verstärkt und du richtig ausgedehnt wirst und die Energien jetzt in dir verankert werden. Lass es einfach zu. Gib dir Erlaubnis, dass dies für dich jetzt geschehen darf. Es ist wichtig, dass der Schwingungszustand, der neue Schwingungszustand, stabil in dir ist und dass du ganz sicher bist und dass du diese Schwingung fühlen kannst und dass du auch keinen Schwankungen unterliegst. Und nun frage deine Seele, was der Ausdruck der neuen Zeitlinie ist. Etwas, was dein Handeln erfordert. Damit ist gemeint, so zu leben, wie die Zeitlinie es dir vorzeigt. Du bist ja nun ganz eng mit dieser Zeitlinie, mit der gleichen Energie verbunden. Und sobald du diese Energie spürst, weißt du auch, welch eine Handlung jetzt gut wäre, welches Wirken genau zu der Energie der neuen Zeitlinie passt. Lass einfach die Bilder vor deinem dritten Auge entstehen. Und lege nun deinen Fokus auf deine Wunschzeitlinie und sende deine ganze große Liebe dort hinein. Sende so viel Liebe, wie du nur kannst, in diese Zeitlinie. Und vielleicht nimmst du ja auch andere Menschen wahr oder andere Wesen, die ebenfalls in dieser Zeitlinie sind, damit du sie unterstützen kannst, damit du sie ebenfalls mit Liebe begrüßen kannst. Und spüre die Energie dieser Zeitlinie. Spüre die Kraft, welche auch hier für dich greifbar ist. Und nimm dir nun vor, dass du deinen Fokus, den du jetzt hier neu ausgerichtet hast, beharrlich in deinem Leben durchführst. Nimm dir vor, intensiv das zu leben, was diese Zeitlinie dir als Energie überträgt. Denn damit hast du die Kraft für deine neue Wahrnehmung, welche die Zeitlinie stärkt. Und so stell dir nun die neue Erde vor, so wie sie sein soll, innerhalb dieser Zeitlinie, die du gewählt hast. Stell sie dir vor und spüre,
wie du dazugehörst. Lass die Bilder vor deinem dritten Auge erscheinen und spüre, wie du ein Teil davon bist. Vielleicht geht es dir jetzt besonders gut. Du siehst dich mit Menschen, mit fröhlichen Menschen herumspringen, tanzen, glücklich sein. Eine wundervolle Zeit der Fülle. Alles ist hier möglich, nachdem du dich sehnst. Und sei dir auch klar, dass du mit jedem Gedanken dieser Art diese Zeitlinie stärkst und unterstützt. Und sei dir auch gewahr, dass jeder neue Mensch, der hier hinzukommt, diese Zeitlinie ebenfalls stärkt. Und dass dadurch all das geschehen kann, für das du hierher gekommen bist, auf unsere Mutter Erde. Und dann gehe langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. So wie es sich gut anfühlt in deiner eigenen Geschwindigkeit. Du spürst immer noch die Energie dieser Zeitlinie, in der du dich jetzt befindest. Und immer dann, wenn du manifestieren möchtest, werde dir dieser Zeitlinie ganz intensiv gewahr. Denn umso mehr Kraft hat diese Manifestation. Und dann komme wieder ganz im Hier und Jetzt an. Sei dir gewahr, dass du die Energie dieser Zeitlinie mitbringst, dass du vollkommen in dieser Zeitlinie jetzt integriert bist. Dann öffne deine Augen, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Es ist ganz wichtig, dass du für dich dir im Klaren bist, dass du jetzt diese Energie bewusst trägst. Das ist ein Unterschied zu dem Unbewussten, was vorher war. Und dieses Bewusstsein gibt dir die Kraft, diese Zeitlinie auszudehnen und das Neue entstehen zu lassen. Und versuche tatsächlich jetzt in deinem Leben immer mehr so zu leben, wie wenn diese Zeit schon da wäre. So wunderschöne Bilder habe ich bekommen, so wunderschöne Energien habe ich empfangen dürfen. Ich danke dir sehr, dass du diese Zeitlinienmanifestation unterstützt hast. Und wenn du mehr solche wichtige Botschaften von der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Ich bedanke mich sehr von dir, dass du heute hier warst und ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit. Klicke hier einfach auf diese Kugel und dann kannst du mich schon abonnieren. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.